Hallo liebe Leute, guten Tag. Heute machen wir einen Traum für mich. Ne? Das ist eine Spaghetti mit Seeigel. Das, jetzt zeigen wir, aufmachen das Meeresfrucht, sehr, sehr speziell. Und ich sage euch, ne, wie aufmachen und wie muss man das Meeresfrucht kochen. Ich will sagen, heute bin ich allein, ich bin mit Umberto, die Kollegen. Und ja, geht los, ne? Okay? Umberto, jetzt machen wir unsere Form mit dem Knoblauch. Ja, ich will sagen auch die Zutaten: Knoblauch, Öl, Petersilien, Zitronen, Spaghetti, natürlich die Seeigel, Basilikum und Salz. Jetzt Umberto machen unsere Fond. Wenn Umberto machen die Fond, es geht los mit die Seeigel. Für die Seeigel muss man wir erst einmal ein Salzwasser machen. Für jede Liter Wasser muss man 25 Gramm Salz da reinmachen. Jetzt ich mache einen Löffel und halb und ungefähr sind bei den 25. Dann rühren wir, rühren ein bisschen. Ja, so kommt so wie eine mehr Salzwasser. Umberto macht schon die Fond mit dem Knoblauch und dem Öl. Ich mache schon auf die Seeigel, muss man da, wo ist die, ist eine Lok und ungefähr kommt so wie eine Auge von der Seeigel. Gehen wir rein mit einer Schere, muss man eine gute Schere haben. Gehen wir rein und machen so auf. Okay. Okay. Jetzt machen wir das weg. Und ich will zeigen, wie sieht aus die Eier. Ne? Jetzt, auf diese Zeit, machen wir erst einmal, waschen wir die Seeigel. So. Muss man wieder nur die Orangenfleisch nehmen mit einem Löffel, einen kleinen Löffel nehmen wir von da, ziehen wir nur diese schwarze muss man alle weg und nehmen wir nur die Fleisch. Jetzt machen wir noch eine Runde sauber in das salzige Wasser. Okay. 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 Oh, für diese brauche ich ein bisschen Zeit, ganz ehrlich, aber wir sind dabei. Okay. Umberto, sind schon dabei mit dem Fond. Die Öl muss man nur ein bisschen schwitzen. Jetzt ich nehme, kannst du noch eine kleine Teller oder eine kleine Schale, die schwarz wird. Okay. Vielen Dank, Umberto. Okay. Jetzt mache ich schon die. Umberto, wenn du willst, kannst du schon die Salz? Hab ich schon die Salz. Okay, dann machen wir die Pasta schon rein. Okay? Okay, machen wir die ganze. Nehmen wir die Fonda. Okay. Jetzt, was ich kann sagen, diese Meeresfrucht, ich will sagen, besser roh essen oder ganz, ganz leicht kochen, aber ehrlich, ganz leicht. Muss man nur ganz aromatische Note und den Geschmack von dem Meer nicht wegmachen. Dann muss man sehr vorsichtig mit egal welchem Geschmack. Wenn machen eine Pasta mit Seeigel, muss man Seeigel-Geschmack da sein. Eigentlich will maximal
sagen, machen wir ein bisschen Zitronenschale, ja, für eine gute aromatische Note. Das kannst du schon ein bisschen reiben. Okay? Ja. Kontrolliert wir noch eine andere Eier. Da. Okay. Weg. Muss man sehr vorsichtig sein. Okay. Umberto, pass mal auf mit dir, passt, eh? Ja. Also da die Zange. Okay. Waschen. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Es ist ein bisschen schwer zum Kriegen, aber finden wir was. Okay. Drei. Ich glaube, sind wir. Bis jetzt habe ich gemacht 7 Stück, sind ungefähr 200 Gramm. Wenn gehen Sie zum Einkaufen, ungefähr ist 200 Gramm Seeigel für eine Portion Pasta. Ich will sagen, auch wenn ihr. Wenn die Leute liebt sowas, kann auch 300 Gramm, so 10 Stück ungefähr. Okay. Putzen wir. Nehmen wir schon wieder das Fleisch. Das muss man aufpassen, ne? Muss man nicht diese schwarze nehmen. Muss man nur die Orangen. Okay. Okay. Das geht mal noch. Okay. Guck mal, sehr, sehr schwer. Drei. Vier. Okay, guck mal, fast da. Yes. Das wieder da. Das jetzt benutzen wir die Wasser von der Seeigel. Ne? Machen da drin bei der Form. Und so kommt noch mehr Geschmack. Okay. Wie sieht aus, Umberto, die Pasta? Ist noch. Noch roh? Ein bisschen? Ja, ja, dann mal. Noch 3-4 Minuten sind wir fertig. Ich habe genug Zeit für die. Okay. Noch genug Zeit für alles aufmachen. Okay, muss man wieder immer waschen, immer so weiter. Da ist viel schwarz gewesen. Da muss man noch mehr aufpassen. Ne? Muss man ehrlich nur die Orange behalten. So. Okay. No. Ist nicht. Jetzt nehmen wir noch diese Wasser. Weg. Okay, sind schon bei. Sind nicht viele Fleisch, aber sehr, sehr eine sehr viel intensive Geschmack. Das ist auch. Muss man nicht so zu viel sein, ne? Jetzt, Umberto. Ich will gerne auch sagen, kannst du schon das fonden? Okay. Jetzt, Umberto, passiert, weil das ist sehr, sehr wichtig, für keine
da keine Müll, da keine Sand, muss man alle pur bleiben auf diese Fond von dieser Eigel. Das kann so schon zweimal passieren, bitte. Okay. Vielen Dank. Oh yes, jetzt sind fast fertig. Okay. Sehr gut. Die Nummer, kann ich? Voilà. Sehr gut. Let's. Hoppala. Okay. Umberto, jetzt kannst du schon die Fond bei dem Öl und dem Knoblauch machen. Jetzt nehmen wir auch ein bisschen Wasser von den Nudeln, von der Pasta. Und machen wir da. So kannst du ein bisschen roh machen. Und reduzieren wir. Die Zitronenschale ist schon da, ja, right? Okay, machst du ein bisschen bei unserer Form, bitte. Und jetzt machen die letzte Ritsch. Wie schön sind das, eh? Guck mal. Oh ja. Gutes Fleisch. Nur das hatte noch 30, 40 Sekunden. Okay, dann kannst du direkt auf die Pfanne machen direkt. Oh, sehr schön diese. Volle Pulle mit Fleisch. Okay. Sehr gut, sehr egal. Kann nichts mehr was machen. Vielleicht kann, wenn eine will ein anderes Rezept, kann auch eine diese Eigel kann eine Mousse machen mit einem Ziegenkäse vielleicht und dann kann füllen die unsere Meeresfrüchte. Okay, wie sieht aus? Ist cool? Schön? Ha? Aber wie, ja? Zitrone. Ha? Wie auf dem Meer, wie auf dem Meer. Fantastisch. Okay, jetzt probieren wir das erste Mal. Ich will sagen, also noch ein bisschen. Ja, klar, noch Wasser. Mhm. Ein bisschen. Mega. Eine Minute noch weiter. Alles in Ordnung, vielen Dank. Weg. Okay, na Umberto, machen wir ein bisschen Petersilie da. Noch ein bisschen Basilikum. Yes. Noch ein bisschen. Sehr schön. Sehr gut. Jetzt kann wir die Knoblauch weg. Jetzt muss man nur ein bisschen Zähne, die Soße, die ganze Soße von der Seeigel. Und wenn es fast. Fast fertig, tja, wenn es fertig ist, ne, muss man nur 30 Sekunden mit die Seei. Jetzt kann ich schon ein bisschen, noch ein bisschen Wasser von dieser Seei. Nur die Wasser, ganz wenig. Oh, yes.
Ein bisschen noch Öl. Olivenöl, eine gute Olivenöl, muss man immer sagen. Okay. Sehr schön. Schon cremig jetzt. Jetzt haben wir die halbe von dieser bei den Nudeln rein. Okay, muss man auch aufpassen, ne? Dabei diese Eier. Jetzt eine. Ist da. Alles in Ordnung. Jetzt sortieren wir wieder. So ungefähr 20 Sekunden, 30 Sekunden. So kommt eine Emulsion von die Seeigel, die Öl und die Fond. Perfekt, auf den Punkt. Jetzt können wir unsere Pasta servieren. Umberto, hast du noch ein bisschen Wasser? Ganz, ganz wenig, ganz wenig. Ich will immer cremiger. Ein Löffel? Eine, zwei Löffel da machen wir. Warte, warte. Okay. Warte, warte, mach ich die Pasta weg. Ah, wie ein Traum. Eine Löffel. Okay. Noch ein? Noch ein. Voilà. Okay. Okay, nehmen die ganze Fondla. Machen wir noch das, nur die Flüssig von dieser Ei. Muss man nur schwitzen, ganz, ganz wenig, ganz wenig. Yes. Oh yes. Sehr gut. Dann noch der Rest von der Seeigel oben drauf. So roh, pur. Vielen Dank. Okay. Spaghetti mit Seeigel und Zitronensäste sind fertig. Guten Appetit.